Ja, es kannst du aufhören, die Süßigkeiten zu uns dazu zu stoppen. Aua! Die hat mich rausgeschlagen! Ich sabotiere die jetzt! Gefahr! Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Oh, hi. Ich hab dich schon gehört. Du hast mich schon gehört? Ja, ich hab dein gehört. Wie mein Ja, du hast eben ein Geräusch gemacht. Kann ich jetzt gerade nicht wirklich auseinanderhalten. Aber noch in dem, wo alle stehen dann. Dann töte dich mal kurz. Tick. Ich wusste schon, oh nein, Dani steht neben mir. Gefahr! Gefahr im Anzug! Ich muss Task machen! Task! Wir sind ja Gänse! Gänse brauchen Task-Win! Moneten! Geben Sie mir Geld! Geh bloß weg! Mein Geld! Mein Geld! Frechheit! Oh, Pilz! Lecker! Yummy, yummy, yummy! Zuckerli! Zuckerli! Ah. Ach fuck. Ich nehme das mal mit. Hier ein Bier für Sie. Für Sie. Für Sie. Für Sie. Ich meine, für Sie, Entschuldigung, ich hätte fast daneben geschüttet, Sir. wo kann ich denn über hin? Gefängnis? Die Ding des Lagerhauses. Wir wo? Oh nein! Oh, ich. Notfeuer löschen. Moin. Ja. Ist Daniel so geil. Mikrofon? Daniel, der war doch gerade noch da. Ja, ich war da noch da. Also doch. Ah! Geh weg! Ich weiß, dass du wenden kannst. Ich kann nicht wenden! Tick, 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 tick. Hörst du mich? Kannst du mich eigentlich so hören? Ja, natürlich. Cool. Hi. Zuckerli! Frage ist halt. Du 5 Sekunden. Das würdest du jetzt gerne wissen, ne? Oh. Ich finde dich wieder. Tick, 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 tick. Wir waren gerade alles Oha. Oben bei uns. Wer von euch hat gefragt? Upsala. Hi. Patrick ist tot, der arme Junge, der mag kein Brot. Wer waren von euch gerade noch oben in der Nähe des Bürgermeisterbüros? Ich? Ja, ich war gerade kurz vor Ende. Kurz ich war vor Ende. Im Gerichtsgebäude. Gerichtsgebäude. Also, bei der Distillerie? Also ja, ich genau bin davor. Jetzt gerade in der. Na, warte mal. Ich bin jetzt gerade Town Square. Also, ob Friseurs oder Bürgermeisterbüro? Besser Bürgermeisterbüro, oder? Ne? Wir waren da gerade alles. Daniel, bist eine gute Nudel. Weiß ich noch nicht. Ob ich dir das sagen soll? Eine gute, was bitte? Nudel. Nudel. Wir können mal das austesten, ob der Daniel ja gute Nudel ist. Wo wart ihr denn? Unicode, Amarillo habe ich noch nicht gehört. Gott. Ich habe was anderes gehört. Amarillo? Hm. Ja. Amarillo war jetzt die ganze Zeit mit mir in der Bank. Aha. Ja, ich hatte auch geguckt, wann die Füße gefressen werden. Und die wurden fake gefressen. Hast du seine Seele bekommen? Wer war im Gerichtsgebäude? Ich. Hi. Anwesend. Ich. Hi, Anwesend. Ja, Anwesend. Hi. Wie geht's dir denn so? Okay. Die und Mangos sitze. Waren beim Town Square bei der Nablätin beim Bank und Plaza. Dort sind die gegen, gell? Mhm. Ja. Dort sind die Haxen. Da waren die Füße gegen, von Patrick. Genau. Ja, ich, die haben ja beobachtet. Der hat keine Geier, die Mango ist. Und Kevin drücken. Ich glaube, ich habe eine Idee, Zahn. Was denn? Eine Xan? Such mich einfach mal. Eine Xan? Such mich einfach gleich. Ich glaube, es hat sich. Es ist eine 50-50-Chance. Kanaldecke 4, ja. Ich habe nichts Böses getan, ich bin gut.
bin sehr gut. Mhm. Ja. Du, ist jetzt nicht böse gemeint, Daniel, aber sagen das nicht alle? Nein, ja. Ich sag das. Dani? Du bist bestimmt nicht gut. Hi, Lippikus. Ich verdächtige momentan Unicode. Ich bin ich bin Ingenieur und in der Nähe kam gerade was. Bitte nicht töten. Ich kann dich nicht töten. Ja, kannst du nicht? Bist, du würdest... Nee, ich bin sicher, wenn jemand bei mir in der Nähe ist. Ich bin kurz weg. Hi. Hallo. Kevin, hi. Hallo. Toneinstellungen stimmen nicht. Bitte nicht töten. Kein Moment. Töte sie. Bitte sorg dafür, dass ich nicht getötet werde. Tötet Unicode. Oha. Dann sollte ich nicht bei dir stehen, falls jemand tötet. Soli? Nein. Töte sie. Raus. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Komm. Ich bin gut. Raus. Nein. Also, Paul liegt am Pier, genau da, wo die Deckschrubbtaste ist. Aus der Richtung kam Unicode eben gerade. Sehr früh. Also, Mango kann ich gerade rausnehmen, der ist ja hinter mir gelaufen. Und dann war Glover auch hinter dem. Ich bin am Beten, ja. Bei uns war gerade Keck und Lippikus. Wer war nochmal letzte Runde bei der Bank, kurz vor Ende? Du, ich, Paul und ich glaube Kevin ein bisschen. Ja, ihr war in der Bank. Dann war auch da. Ah ne, bei einer Bank war ich nicht. Ich war kann sein, dass Paul vielleicht Sprengmeister, wenn er jetzt tot ist. Nein, gehe mal davon aus, dass der Patrick der Sprengmeister war, weil ich hab's von ihm gekriegt. Dann habe ich es dem Mango gegeben und der Mango hat es wieder den Patrick gegeben. Halt, stopp. Ja. Ja, oh, ist ja gut. Direkt, ja, dann funktioniert das nicht. Dann ist er nicht Sprengmeister. Das dauert nämlich 5 Sekunden, bis sie anfängt. Ich weiß, aber er konnte sie ja schon einmal zurückbekommen haben, weil seitdem gibt es keine Bomben mehr. Also, wir wollen den Fakt ignorieren, dass Unicode von da unten alleine kam, dass ich sie eine Zeit lang nicht gesehen habe. Und ich die trotzdem verdächtige. Von wo kam ich alleine? Moment. Von Paul. Wo kam ich alleine? Von Pauls Seite. Und Amrit hat mich gerade, glaube ich, gerade gewohnt. Nee, halt, stopp. Ich bin gerade die gesagt? Letzten, keine Ahnung. Nee, ich habe gar nichts gesagt. Nee. Punkt 1. Ich bin gerade, glaube ich, die letzte Minute oder so bei der Polizeiwache gestanden, habe gebettelt und gefleht, dass mich keiner umbringt. Ja, das habe ich ja gesehen, aber davor ging es. Stopp, da muss ich sie verteidigen, weil ich bin vom Hafen gekommen, da war noch keiner und der Paul ist mir da entgegengekommen. Und wo ich noch in die Bank rein bin, war die Unicode. Um kurz meine Information zu droppen, damit bevor es vorbei ist, ich verdächtige Unicode, weil sie war die Einzige, die oben war, weil es bei mir dieser rote Fleck auf der Karte war. Ist sie die Einzige, die im Gerichtsgebäude war und Sun ist mir hinterhergelaufen, der kann nichts gemacht haben in der Zeit. Diese Runde? Nee, davor die Runde, wo ich gesagt habe, wo wart ihr denn alle? Okay. Also verdächtigt Unicode. Wirklich. Oder er versucht ein Mindgame zu machen und erwartet. Nee, ich glaube, es ist Amarillo. Ich glaube, Amarillo hat mich gewotet und ist ihre Kollegin. Ich glaube, Amarillo hat mich gewotet und ist hier einfach ihre Kollegin. Nee. Hier haben sie ihr Essen, Sir. Heizern. Unicode bin ich mir mittlerweile 60% sicher. Eigentlich müsste ja, wenn ich dann nicht falsch liege, Paul dann vielleicht geil gewesen sein, weil. Der ist aber tot. Wenn er tot ist, ist ja egal. Na, sonst wäre ja der Geier gekommen. Der hätte sich die doch geschnappt. Da geht jemand gerade bei Discord ein und aus, das nervt gerade.
Ich muss das gleich mal ändern. Ja. Also war tot. Ich kann dich rausnehmen. Ich möchte mal ganz kurz hier anmerken. Bin gerade, nur zur Verteidigung, ja, von unten vom Lagerhaus nach oben gelaufen. In Brennereiviertel. Da liegt wunderbar aufbereitet eine Leiche. Das könnte aber jetzt der Kanadier gewesen sein, weil ich hab sie vor 2 Sekunden noch gesehen. Es könnte aber auch sein, dass du sie getötet hast und ich einfach gemeldet hab. Hast du Kekne vorher gesehen? Weil, ganz ehrlich, wenn du sie vor 2 Sekunden gesehen hast. Ja, und jetzt nein, dann wärst du dort, du sie. Dann wärst du noch in der Nähe gewesen. Nein. Ich finde das ja so lustig, dass du jetzt auf einmal so hart auf mich schießt. Nein, ich sag's nur. Ja, wieso? Du hast gesagt Kanadier, sag ich. Gut, er hat ja nicht gesagt, dass du es bist, er hat gesagt, dass er sie vor 2 Sekunden gesehen hat. Ist richtig, aber hast du gemeint, es könnte ein Kanadier-Move sein. Also, Ding ist, es gibt nur 2 Killer, richtig? Ja. Ja, glaub. Und wenn wir annehmen, Patrick war einer, der würde niemals Crack, wenn sie Bombe geben. Also ich glaube nicht, dass sie mir jetzt... Also ich denke auch, könnt mich, Schatz, ihr könnt es einfach machen, ihr könnt es mich rausboten. Und danach weiter schauen, wie jetzt rechtkommst. Na, ich glaube, es ist mir eigentlich ziemlich. Also ich wähle dich, aber das sieht aus Runde 1 hervor. Weil sich kein anderer da gemeldet hat, dass er da so in der Nähe sein könnte. Ist okay, damit kann ich leben. 3-3. Ernsthaft? Oh, okay. Ab in den Knast mit dir. Zahn! Wahrscheinlich die Bösen und der Geier, dann können wir das mal rausnehmen. Was? Wow. Zahn, töte sie! Überlegen wir mal, wie wir die Runde spielen können. Einen guten Abend, gute Nacht, Unicode, das ist meine Bar! Entschuldigung, darf ich mich... Warte, wenn das deine ist, möchte ich bitte was bestellen. Dann bestellen Sie! Haben wir nicht! Was? Hallo, ich hab doch noch nicht mal was gesagt! Mich! Was ist denn das für ein... Ja, du kriegst eine -1-Bewertung auf Google. Was? So! Ey! Du bekommst trotzdem eine -1-Bewertung auf Google. Verdammt! Die schreibe ich jetzt noch währenddessen! Kann ich auch reporten? Hey! Wir haben uns eh schon so lange nicht gehört. Ja. Ein wunderschön. Mango. Ja, aber jetzt nicht einfach in Lachen oder so ausbrechen, das wäre schon etwas... Oh, hi! Hallöchen! Ist das dein fucking Ernst? Hat er mit mir auch gemacht. Ich glaube, Trax ist Killer. Geh und futter Trax! Geh und futter Trax! Welchen finde? Ich glaube, da war. Das Mango? Oh, Feuer bietet sich an zum Futter. Ja. Wir hätten nur nicht getötet, nebenbei. Das wäre ein bisschen krass. Oh nee. Ist hier noch. Ah, geht weg! Tanja hat Angst vor dem Sensenmann. Ist echt so. Geht weg! Tanja hört Stimmen. Tanja hört Stimmen. Glaube ich auch. Oh, ich dachte. Oh. Hallo, ich habe hört gemacht, weil ich gedacht habe, hey, ich habe schon viele nicht mehr gesehen, außer Zaxa und Mango die ganze Zeit. Und ich glaube, dass Mango einen guten Appetit hat. Ich glaube nicht, dass ich der Pelikan bin, wenn jemand anders. Ich habe ihn am Anfang mit Xan weggehen sehen und seitdem war er weg. Na, ich habe ja die Glocke gegeben. War bis vorhin noch am Leben. Ich glaube, dass da. Meinst also, du denn, dass er gestorben ist? Was, der einzige, was mit mir Feuerlöscher drin war Trax. Ich war mit Paul und Xaxa unten am Feuerlöschen. Ja. Ich war Feuerlöschen und Xaxa und Mango sind reinkommen. Und ich wollte oben zum Feuer gehen, da kam die Bombe mir entgegen und da dachte ich mir, nee. Ja, genau. Nee. Also, ich glaube, Xan wurde erst durch die Bombe gestorben. Ich habe gesagt, ey, da ist eine Bombe. Also, einer definitiv, die Bombe ist ja explodiert. Einer ist ja definitiv durch die Bombe gestorben. Weißt du, wer durch die Bombe gestorben ist? No. Nee. Ich
kann nur keine sagen, Zaxar und Gmangu sind es nicht. Weil die habe ich Tracks, am Ende gesehen. Weil er gerade in der Ecke stuck war und dann irgendwie da irgendwie 5 Sekunden lang hängen blieb. Das Einzige, was ich gehört habe, war einer von den zwei hat gesagt, da hat wer getickt und dann hat man noch BUMM gehört. Also ja, ich bin mit denen einfach mit Fullspeed vorbeigelaufen, dann dreht Tracks um und bleibt einfach stuck. Boom, 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 I got you in my room. Ich hab gehofft, dass es nur einer ist. Also Sache ist, mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich muss unbedingt noch das Kuh-Kostüm anziehen. Kuh-Kostüm? Das Kuh? Ja, kann ja. ich machen. Sehr gut. Willst du schon wieder an meine Alter, du Sau? Die Alter. Ja. Nicht schon wieder. Alter, lebst du? Er will mich hart melken. Zaxa, warst du das? Was war ich? Okay. Das war sicher Zaxa, eindeutig. Beide? Okay. 100%. Und Paul. Süßigkeiten. Süßigkeiten. Daniel, ja? Versuch Mango zu Sheriff killen. Wach, okay. Mango zu Sheriff killen. Dann geh ich dir hinterher. Als Pelikan im Sass-Up. Falls. Na Daniel. Geh weg. Lass mich. Ja, Daniel. Was ist Daniel? Ich hab so einen leichten Verdacht auf dich, aber nur ganz leicht. Oh. Oh, gut. Okay. Sheriff? Ja, ich hoffe. Also, hier standen wir Mango, Amarillo, Paul und ich. Und Amarillo dachte sich, hey, unter der Laterne ist so schön, Mango war dabei und da liegen sie nun nebeneinander und halten Händchen, Flügelchen. Und es ist also Sheriff-Kill. Was Daniel sagt. Ja, das ist ein Sheriff-Kill. Okay, ich brauch jetzt ganz kurz so 2-3 Minuten, ich brauch mal so schnell was klären, gell? Okay, dann warten wir mal so lange am besten. Nee, tut's noch, bin gleich da. Okay, ja gut, wir müssen ja sowieso auf ihn warten, bin ja noch nicht da. Ja, ja, neue Informationen haben wir dadurch nicht gekriegt, ich habe mir nur gedacht, hey, ich sage lieber Bescheid, hier sind welche tot. Ja. Das ist ungünstig. Das war gerade sehr antiklimatisch, vor allem bei Mango so, ja, na, was ist jetzt, frisst du wenn oder nicht? Und dann... Ja, da kam er irgendwie so. Und dann denkt mir nur so, Mist. Irgendwas stimmte da gerade nicht. Und dann gucken wir uns so an, er links, ich rechts. Hi. Und ja, ich glaube, wir sollten. Ja. Wie wir auch uns angeguckt haben in der Zeit. Das war jetzt anders als geplant. Beide fallen um. Beide fallen um und ich so, das ist jetzt blöd. Wenigstens einer, ich weiß jetzt nicht, wer ihm reingedrückt hat. Na gut, Amarillo hat reingedrückt. Er hat mir gesagt, er ist Sheriff, er versucht Mango zu töten. Und das hat er auch getan, offensichtlich. Anscheinend, ja. Nur war wohl Mango eine Gans. Also, wir wissen, Mango war ein Guter. Ja, wir wissen, Mango war ein Guter und Amarillo auch. Ja. Jetzt macht die Sache nicht sehr viel besser. Nee. Wir sind gerade in einer brenzlichen Situation. Das sah so doof aus. Vor allem, das war dann so. Es war gerade so high tension und dann einfach so. Hey! Was zur Hölle? Ja. Ich bin unschuldig! Ich hab die beiden nicht getötet! Lass die Seife fallen! Mama! Lassen Sie die Bombe fallen, Sir! Legen, hier kommt der Eiermann! Hier kommen sie alle an die Eier ran! Ich sitze hier im Knast und bin noch hier am Leben. Noch stehe ich rum und habe keinen Grund zu vergeben. Hast du mich gewählt? Sie hassen mich bestimmt! Das ist mir zu viel, da ich muss da raus. Hi! Hast du mich gewählt? Doch! Ich wollte dich gerade umbringen, ich hab mir daneben gedrückt! Warte mal, Du hast aber nicht gerade Ding auch noch gefressen, oder? Wen? Wer war gerade außerhalb von dir? Nein. Das geht nicht. Ich bin doch ein braver Vigilante. Ich warte mal, bis der Nebel weg ist, ich sehe nichts. Hat der Pelikan eine weitere Reichweite als Vigilante Kill? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll.
Und ich glaube, nein. Weil ich bin nämlich weggelaufen und mein... Ach, hallo. Fick dich doch. Ich wollte da gerade die Bombe reindrücken. Oh. Ah, ja, sind beide bösen? Na, hi. Ah, böse. Geh weg von mir! Du bist der Pelikan! Pelikan und Sprengmeister, hi. Ah, du bist der Pelikan! Geh weg! Ah, Süßigkeiten! Ich bin Zucker! Ich bin Zucker! Halt's Maul, Daniel! Oh, Banane, Bananen sind nicht gut! Nein! Ich hab dich, Daniel. Oh ja, cool. Ja, es kann so aufhören, die Süßigkeiten zu uns dazu zu stoppen. Aua, die hätte ich mich rausgeschlagen. Ich sabotiere die jetzt. Das wäre so geil, wenn man im Pelikan einfach furzen könnte. Und der da kommen die ganzen Würze raus, ja. Das wäre so cool. Aber es geht, oder? Hey, das war ein lustiger Klapp. Singen Juppadiadi und Juppadiada. Hui, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Wir sind auf einer Map, Paul. Hey, auf hallo dieser Daniel. Map. Ah, hi. Paul, Vorsicht, nicht töten. Ich bin lieb. Ich bin sehr lieb. Ich hab mir auf die Schraube getreten, das tut weh. Geht's mal da runter, da liegen Kinder in der. Das ist gar kein Kind. Er hat mich angelogen. Hast du ihn getötet und gefressen? Oh. Oh, zumindest habe ich mitgekommen. Wer ist mein Liebhaber gewesen? War ich. Hi. Hallo. Warum musstest du sterben? Was warst du da eigentlich? Weil der Mango es so entschieden hat. Ach so. Der Pelikan und das Leben beider Mörder, ist das so euer Ernst? Ja, der Pelikan und beide Mörder leben. Na, mit dem Kilo gewinnen. Ich bin verwundert, dass ich von dem Pelikan bin. Achso, ja, doch, Kilo gewinnen. Die Sache ist, Feuer. Ich hätte, wenn ich darüber nachgedacht hätte, wäre ich auf Tracks gekommen. Das Paul hätte dich töten können. Die Runde ist vorbei, Leute! Also, war schön! Ja, die Mörder gewinnen. Ja, das war... Ich hab dich vorher gelöscht.